Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Führungsstilen nach Kurt Lewin. Kurt Lewin unterscheidet drei Führungsstile. Einerseits den autoritären Führungsstil, den kooperativen Führungsstil und den Laissez-faire-Führungsstil. Aber zuerst, bevor wir auf diese drei Führungsstile eingehen, zuerst einmal die Definition, was verstehen wir überhaupt unter Führungsstil? Unter einem Führungsstil bezeichnen wir die Art und Weise, wie eine Führungskraft mit seinen Mitarbeitern umgeht und mit diesen auch in weiterer Folge kommuniziert. Und hierbei können diese drei unterschiedlichen Führungsstile identifiziert werden. Starten wir zuerst mit dem autoritären Führungsstil. Beim autoritären Führungsstil trifft ganz alleine die Führungskraft die Entscheidungen. Und die Mitarbeiter haben dann in weiterer Folge diese Entscheidungen einfach auszuführen, sozusagen ohne Mu und Mä. Also wirklich die getroffenen Entscheidungen sind mitzutragen und die notwendigen Tätigkeiten hiermit in diesem Zusammenhang auszuführen. Das bringt den Vorteil, dass einerseits mal ganz klar gegeben ist, wer Entscheidungen trifft. Das heißt, es kommt zu keiner Diskussion der Kompetenzverteilung, da die Entscheidungen eben, wie gesagt, immer von der Führungskraft getroffen werden. Allerdings gibt es hier in diesem Zusammenhang natürlich auch einen Nachteil. Und der Nachteil hierbei ist sicherlich, dass die Mitarbeiter sehr, sehr stark eingeschränkt sind und diese dementsprechend auch nicht die Möglichkeit haben, sich dementsprechend mit einzubringen. Und das kann gegebenenfalls auch dazu führen, dass die Mitarbeiter dann irgendwann einmal demotiviert sind. Und darüber hinaus besteht natürlich auch noch die Gefahr, dass wenn immer die Führungskraft entscheidet, ohne, ja, sage ich jetzt einmal, Vorschläge oder Kritik seitens der Mitarbeiter zu beachten, dass es hier zu Fehlentscheidungen kommt, weil gewisse Faktoren eben außer Acht gelassen werden. Der zweite Führungsstil nach Kurt Lewin ist der sogenannte kooperative Führungsstil. Der kooperative Führungsstil zeichnet sich dadurch aus, dass Entscheidungen eben gemeinsam getroffen würden und der Vorgesetzte bzw. die Vorgesetzte offen für Vorschläge und auch für Kritik sind. Und das bringt eben den Vorteil mit, dass eben die Entscheidungen wirklich gemeinsam getroffen werden. Und die Führungskraft eben vielleicht auch etwas entlastet wird, weil nicht jede Entscheidung letztendlich von der Führungskraft selbst getroffen werden muss. Weiters fördert das Ganze natürlich auch, ja, ein besseres Verständnis für die jeweiligen Betriebsabläufe, wenn einfach mehr integriert werden. So hat einerseits einmal die Führungskraft, lernt mehr über die, ja, über die operative Umsetzung kennen und umgedreht bekommen die Mitarbeiter natürlich auch mehr Einblick in die strategischen Entscheidungen, welche ja im Rahmen der Unternehmensführung berücksichtigt werden müssen. Im Unterschied zum autoritären Führungsstil führt es aber sicherlich auch dazu, dass Entscheidungen nicht so schnell getroffen werden wie beim autoritären Führungsstil, da Entscheidungen ja immer gemeinsam im Gremium diskutiert werden und erst dann in weiterer Folge besprochen oder beschlossen werden. Und hier kann es natürlich in weiterer Folge auch immer zu sehr starken Diskrepanzen kommen, das heißt, zu sehr starken Diskussionen zwischen beiden Ebenen kommen. Und die dritte Art des Führungsstils nach Kurt Lewin ist der Laissez-faire-Führungsstil. Und wie der Name eigentlich schon sagt, greift hier die Führungskraft so gut wie nie ein. Und die Mitarbeiter haben ja mehr oder weniger fast freien Handlungs- und Entscheidungsspielraum. Das führt in weiterer Folge dazu, dass die Motivation der Mitarbeiter sicherlich dadurch vielleicht etwas gesteigert werden kann. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass sie die geeigneten Mitarbeiter habe. Aber auf der anderen Seite kann es auch dazu führen, dass es vielleicht ein bisschen zu Disziplinlosigkeiten kommt und die Führungskraft überhaupt keinen Überblick mehr hat, was im Unternehmen geschieht, beziehungsweise in seiner Abteilung geschieht. Und ja,
Das sind so diese drei typischen Führungsstile nach Kurt Lewin. Alle dieser Führungsstile haben natürlich seine Vor- und Nachteile. Und für welchen Führungsstil man sich dann in weiterer Folge entscheidet, ob man eine Kombination aus diesen unterschiedlichen Führungsstilen macht, hängt natürlich auch sehr stark immer von der jeweiligen Führungskraft und von den jeweiligen Mitarbeitern bzw. der Ausgangssituation im jeweiligen Unternehmen ab. Ja, und somit sind wir dann auch schon wieder am Ende unseres heutigen Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch, über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen oder Ihre Fragen in den Kommentaren.